Ja, wie kam es zur Partnerschaft? Das ist eine gute Frage. Wir sind ja 2015 gegründet worden und Datev war natürlich ein präsenter Spieler auf dem Markt. Also ich glaube, irgendwie jeder, der schon mal an einem Hauptbahnhof war, kennt Datev mindestens. Und was aber eigentlich spannend über die Jahre sich entwickelt hat, dass wir eine recht hohe Deckungsgleichheit unserer Kunden hatten. Das heißt also, wenn wir uns unseren Kundenstamm von jetzt bald 2.500 Kunden anschauen, dann ist da ein sehr hoher Anteil, der auch Datev im Einsatz hat. Und wir haben dann vor einigen Jahren schon angefangen, eine quasi eigene Schnittstelle aufzubauen, um den Austausch dieser beiden Systeme ein bisschen zu vereinfachen. Und viele Kunden nutzen das bereits. Das heißt also, eigentlich ist diese Partnerschaft sehr stark vom Markt getrieben. Also wir haben halt einfach versucht zu sehen, welche Probleme sind da, wie können wir die lösen. Und diese Partnerschaft ist eigentlich quasi die natürliche Fortsetzung dieses Bedarfs vom Markt. Bei uns sehr ähnlich. Wir haben schon in der Vergangenheit immer häufiger gemerkt, dass für mittelständische Unternehmen es einfach wichtig ist, eine Lösung zu haben für die Personalverwaltung, nicht nur für die Lohnabrechnung. Und da haben wir uns entsprechend umgeguckt und sind da, glaube ich, ganz gut fündig geworden. Also man könnte fast sagen, es etabliert sich so eine Art de facto Standard zwischen Personio und Datev für diese beiden Bereiche. Ja. Ja, und warum gerade Personio? Wir haben uns da mit dem Mitbewerb natürlich dann entsprechend beschäftigt und hatten für uns so ein paar Dinge, die einfach ein Unternehmen braucht, ein mittelständisches Unternehmen. Und da war es uns einfach wichtig, dass wir da Lösungen für anbieten können. Und ganz, ganz wichtiger Punkt bei uns ist es natürlich auch immer, dass wir mit dem Steuerberater dieses Zusammenspiel gut abbilden können. Und da kann ich nur sagen, war Personio auch unser absoluter Wunschpartner an der Stelle. Ja, zu Datev, also kann ich eigentlich nur sagen, wenn wir uns halt überlegen, mit wem gehen wir so eine Partnerschaft ein. Also wir sind ein sehr schnell wachsendes Unternehmen. Die Leute, die uns vielleicht schon ein bisschen kennen, haben die Entwicklung miterlebt. Und für uns ist auch wichtig, dass ein Partner diese Geschwindigkeit mitgehen kann. Und Datev ist ein sehr etabliertes Unternehmen, hat aber auf der anderen Seite schon diese Größe, wo wir vielleicht irgendwann mal hinkommen wollen. Und was, glaube ich, sehr spannend war, jetzt auch in der Zusammenarbeit zu erleben. Also klar, es gibt Unterschiede in der Kultur, in den Unternehmen, in den Produkten und so weiter. Das wäre jetzt, sage ich mal, ein bisschen naiv zu glauben, die gäbe es nicht. Auf der anderen Seite war es aber doch auch wieder sehr erfrischend, wie unkompliziert und pragmatisch diese Zusammenarbeit bisher läuft. Und man doch feststellt, so weit ist man eigentlich gar nicht auseinander. Man hat halt einfach nur andere Startpunkte und die muss man mit berücksichtigen. Und von daher, also da trifft viel Positives zusammen. Ja, und das Schöne ist natürlich, das Ganze basiert auf einer gemeinsamen Mission, die wir entsprechend für uns erarbeiten konnten für diese Partnerschaft, nämlich unsere gemeinsamen Kunden viel zufriedener zu machen, ihnen Mehrwerte entsprechend zu liefern, sodass wir es schaffen, dass einfach die Arbeit in den HR-Abteilungen runterläuft, dass wir Daten schneller austauschen können, dass wir eine höhere Effizienz haben. Ja, das kann ich nur ergänzen. Also am Ende des Tages geht es halt um den Kunden. Also das ist kein Selbstzweck, weil wir sagen, hey, super, haben wir eine Partnerschaft, sondern es muss am Ende des Tages wirklich ein klarer Mehrwert für den Kunden erkennbar sein. Und wir haben halt in der Zusammenarbeit gesehen, dass halt eben genau dieses Thema, der Prozess zwischen den ganzen Personalinformationen, die für die Entgeltabrechnung relevant sind, holprig ist und fehleranfällig. Und das wollen wir lösen. Und das zum Wohle halt eben der Steuerberater, der Kunden am Ende des Tages, weil die sind halt die diese Dienstleistung aus diesem Partnerschaftsverbund beziehen, ja. Unsere Rolle als Datev ist es natürlich, vor allem unsere 50-jährige oder über 50-jährige Erfahrung einzubringen und dann natürlich das Know-how, was wir entsprechend haben im Bereich der Lohnabrechnung, das zu bringen in diese Partnerschaft, so dass halt am Ende unsere Kunden damit gut arbeiten können, dass wir die Daten gut rüber transferieren können und wirklich ein Mehrwert auch in der Lohnabrechnung am Ende steht. Ja, und wir von Personio sehen uns halt dahingehend unseren Beitrag leisten, dass wir aus der Perspektive der HR-Community kommen. Von der Perspektive aus sind wir gestartet und wollten von Anfang an quasi es ermöglichen, den ganzheitlichen Mitarbeiterlebenszyklus über ein sehr, sehr flexibles Tool abzubilden, das sich dann halt auf jedes Unternehmen optimal maßschneidern lässt. Und durch diese Verbesserung der Datenqualität, die wir erwirken, schaffen wir die Grundlage für einen bidirektionalen Austausch zwischen Datev und uns, um die Entgeltabrechnung auf ein neues Level zu heben und damit, ja, ich sage jetzt mal, eine Art neuen Best-of-Breed-Ansatz in diesen beiden Welten zu ermöglichen, der ja, sehr, sehr hohen Mehrwert für den Kunden hat.
Und jeder bringt dabei natürlich seine Stärken mit ein. Seitens DATEV ist das natürlich eine Lösung, die für 13,5 Millionen Lohnabrechnungen jeden Monat genutzt wird. Eine Software, die schon diverse Standards im Markt gesetzt hat und ein Service, der einfach jederzeit unsere Kunden unterstützt. Ja, und ergänzend passen wir dazu, weil wir sind auf der einen Seite erstmal selbst ein mittelständisches Unternehmen. Das heißt also, wir haben, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Verständnis, was unsere Zielgruppe, unsere gemeinsame eigentlich ganz genau braucht. Und wir sehen uns, wie ich es vorhin schon gesagt habe, halt als Teil dieser HR-Community, nicht nur indem wir eine Software bereitstellen und sagen, hey, nutzt das Produkt, sondern erstens, indem wir uns auch mit den Best Practices in dem Bereich auseinandersetzen und damit auch die Software und die Community formen, aber auch Formate für die Community geben, um halt der Community Platz zu schaffen. Also HR ist ein Thema, das sicher nicht in jedem Unternehmen die notwendige Priorität hat. Und diese Dinge kombiniert mit dieser Kompetenz, quasi Digitalisierung in mittelständischen Unternehmen zu treiben in diesem Segment, das sind für uns die Kernkompetenzen und deswegen glaube ich auch, also sehr, sehr gute Ergänzung. Unser großes Ziel ist es, die Menschen, die im Bereich HR arbeiten, zu unterstützen. Und da bieten wir natürlich als DATEV eine sehr, sehr gute Lohnabrechnung. Aber drumherum gibt es noch viele, viele Dinge zu erledigen, die nicht Teil der Lohnabrechnung sind. Und deshalb bauen wir jetzt als DATEV ein Ökosystem auf. Dieses Ökosystem ermöglicht es dann unseren Kunden, sich immer die beste Lösung rauszusuchen, um so einen wirklich durchgängigen Prozess in der Personalabteilung darstellen, abbilden zu können. Und wir freuen uns, weil wir werden dadurch sehr, sehr viele zufriedene Kunden am Ende haben. Und das ist das Wichtigste. Dazu brauchen wir natürlich entsprechende Schnittstellen. Und da arbeiten wir gerade daran, eine entsprechende Architektur aufzusetzen, sodass wir da auch zukunftsfähige Schnittstellen über APIs abbilden können und dann einen optimalen Datenaustausch mit unseren Partnern entsprechend gewährleisten zu können. Ja, und dadurch haben natürlich unsere Kunden die Möglichkeit, auch ihre Prozesse wesentlich effizienter, ihre tägliche Arbeit wesentlich effizienter zu gestalten. Das bietet wieder neue Freiräume an. Und diese Freiräume kann dann jedes Unternehmen nutzen, um die Arbeit im Sektor HR entsprechend erfolgreich umzusetzen. Ja, ich meine, das ist unser Credo. Wir wollen halt eben administrative Prozesse reduzieren, idealerweise entweder komplett vermeiden oder da automatisieren, wo es geht. Und das ist die Grundlage, um halt eben in eine strategische Personalarbeit einzusteigen. Weil, wenn wir uns anschauen, was sind denn die wertvollsten Ressourcen? Ich will eigentlich gar nicht von Ressourcen sprechen, aber was ist das Wertvollste in einem Unternehmen? Das ist der Mensch und auf den muss man sich fokussieren. Die ganzen Buzzwords kennen wir alle, Fachkräftemangel und so weiter. Und um dem halt richtig zu begegnen, auch wenn wir uns gerade in etwas herausfordernden Zeiten befinden, muss die HR quasi einen Tisch einen Platz am Tisch der Geschäftsführung bekommen, weil ansonsten wird das halt immer ein Nachgedanke sein und das wäre fahrlässig. Ja, und gerade in der aktuellen Situation merken wir, wie unglaublich wichtig es ist, dass wir digital zusammenarbeiten, dass wir digitale Prozesse bei uns etabliert haben, in den Unternehmen, in den Steuerkanzleien. Denn als dann über Nacht auf einmal alle beispielsweise ins Homeoffice gegangen sind, da war das unglaublich wichtig, diese Fähigkeit zu haben. Und wer sie nicht hatte, musste in kürzester Zeit nachrüsten. Und ich glaube, ihr habt da auch einige Erfahrungen gemacht. Ja, absolut. Also ich meine, als der Lockdown kam und viele Unternehmen natürlich dann auch in schwierige Situationen reingegangen sind. Ob das jetzt Verwaltung war, wie manage ich Homeoffice, wie verwalte ich das, wie stelle ich sicher, dass das alles in geregelten Bahnen abläuft. Oder dann halt auch die Vorbereitung auf möglicherweise Kurzarbeitergeld und solche Geschichten. Da haben wir halt ganz klar gesehen, es gibt halt die Unternehmen, die waren halt vorbereiteter, also beispielsweise existierende Kunden oder auf der anderen Seite Unternehmen, die dann halt entweder auch schnell bei uns angerufen haben und gesagt haben, okay, wir müssen jetzt irgendwie alles regeln oder ja, okay, wir können uns jetzt gar nicht aufs Geschäft konzentrieren, weil wir haben so viel administrative Tätigkeiten zu tun, die halten uns von allem anderen ab. Und das ist natürlich gerade in so einer kritischen Phase halt entscheidend für ein Unternehmen. Habe ich genug Ressourcen, um mich halt eben auf die Weiterentwicklung des Unternehmens zu fokussieren? Da geht es jetzt nicht dann um irgendwelche, wie soll ich sagen, Modethemen, aber sich dann zu überlegen, okay, wie fangen wir denn Umsatzrückgänge auf? Wie können wir uns besser aufstellen, was die Kosten angeht und so weiter? Das sind alles Fragestellungen. Wenn man sich aber mit administrativen Themen beschäftigt, hat man weniger Zeit dafür. Absolut.
Und was ein weiterer ganz wesentlicher Punkt ist, habe ich als Unternehmen die richtigen Partner, die mir auch in solchen Ausnahmesituationen kurzfristig weiterhelfen können. Und ich glaube, da sind wir zwei Vertreter, die da in den letzten Monaten ganz deutlich gezeigt haben, dass das gut funktioniert mit uns. Ja. Im nächsten Schritt ist es dann für uns natürlich wichtig, auch unseren Kunden ein gemeinsames Erlebnis zu ermöglichen. Das bedeutet, zum einen natürlich in der Software, dass es ganz deutlich wird, die Sachen sind aufeinander abgestimmt, die Daten laufen sauber durch. Aber auch, wenn es darum geht, wie beantworten wir beispielsweise Serviceanfragen, wie harmonisieren denn auch unsere gemeinsamen Vorstellungen beim Kunden. Und da ist eigentlich gerade der nächste Schritt, an dem wir derzeit arbeiten, aufbauend auf dem, dass natürlich schon erste Dinge funktionieren. Ja, also kann ich nur zustimmen, das Kundenerlebnis, die Erfahrung, die der Kunde hat, hat absolut höchste Priorität. Und wenn man das jetzt noch ein bisschen weiter denkt und sagt, okay, wo kann das perspektivisch hingehen, dann hat das natürlich sehr viel damit zu tun, was will und was braucht der Kunde, welche Möglichkeiten ergeben sich dann überhaupt erst durch diese Grundlagen, die wir da schaffen. Und ich glaube, der Fantasie sind jetzt wenig Grenzen gesetzt. Wer müsse ich jetzt lauter irgendwie Features, die man da sich vorstellen könnte, aufzuzählen. Also ich glaube, wir werden alle noch sehr positive Überraschungen überleben und erleben. Und ja, ich freue mich sehr drauf. Also ich glaube, es wird sehr, sehr spannend. Ja, absolut. Wir werden mit Sicherheit auch an Dinge stoßen, an die heute noch keiner denkt, die wir entsprechend gemeinsam aber angehen können mit den verschiedenen Stärken, die wir einfach da haben. Und wir sind da, glaube ich, sehr, sehr zuversichtlich für die Dinge, die da jetzt zurzeit in Planung sind. Ja, und das, was wir halt jetzt hier quasi erläutert haben, nochmal ein bisschen in den Kontext der HR zu packen, also eine Vision, wie sollte Personalarbeit in der Zukunft aussehen, haben wir ein Verständnis davon, dass die Grundlage für erfolgreiche Personalarbeit durch Technologie unterstützt wird. Das heißt also, ob es jetzt die überragende Kompetenz im Bereich der Entgeltabrechnung der DATEV ist oder halt eben in der Flexibilität und Innovationskraft unserer Lösung, das sind die Grundlagen, mit denen die HRler ausgestattet werden sollten. Die sollten niemandem vorenthalten sein. Und ich glaube, das ist halt eben das, was wir auch neu in diesen Markt reinbringen, dass das Konzepte sind, die man vorher eher aus Großunternehmen kannten, jetzt auch, ja, ich sag mal, erschwinglich und umsetzbar für kleinere Unternehmen zugänglich werden und dadurch auch diese qualitative Arbeit im Personal umgesetzt werden kann, sodass halt der Wettbewerb für die besten Talente sich nicht nur mit den Konzernen sozusagen entscheidet, sondern auch jeder Mittelständler sagen kann, ja, wir machen geile Personalarbeit, wir haben eine geile Candidate Experience im Recruiting, wir fördern unsere Mitarbeiter, wir entwickeln die toll und das sind Dinge, die muss man ermöglichen und wenn man halt eben nicht überflüssige Ressourcen hat, dann muss man auf Technologie setzen und ich glaube, da kommen wir ins Spiel. Ja, und man muss ganz klar dazu sagen, ich bin absolut überzeugt, dass wir das schaffen werden, ja, weil die Verbindung, die da einfach da ist innerhalb dieser wenigen Monate, das ist überragend gut. Die Offenheit, der Teamgeist, den wir schon entwickelt haben, ein bisschen Spaß hatten wir zwischendrin auch. Also das passt einfach, ja. Und das macht hier Spaß, die Dinge voranzubringen und zu sehen, wie sich da was Neues entwickelt, neue Lösungen entwickeln. Und was du gerade angesprochen hast, dieses das, was man aus großen Unternehmen kennt, auch für den Mittelstand zu ermöglichen. Ja, das ist die große Vision, wo wir hinwollen. Und ich kann nur sagen, ich bin mir absolut sicher, wir werden das schaffen und werden da eine richtig coole Sache für anbieten. Nichts hinzuzufügen.